Und wir gehen rein. Wir haben hier Dafung gegen Cruel. Wir sind hier noch in Pools, NEZ Rising Nummer 25. Ja, wir sehen hier schon die Advanced Tags von Cruel. Versucht hier zu cross-up mit der Back Air. Breastplatting. Dafung wartet nur darauf, eine Back Air auszuhauen. Okay, also tatsächlich der erste Stock geht an Cruel gegen Dafung. Das ist auf jeden Fall spannend und der haut ja auch schon ordentlich raus, was Prozente angeht. Wow, ich bin gerade sehr überrascht, wie gut Cruel spielt. Spielt natürlich gut, aber auch ein eingesessener Veteran, nur in letzter Zeit eigentlich nicht so viel gespielt. Jetzt gerade ist der CF aber echt gut on point, wie man sehen kann. Oh, okay, da sehen wir die Outer Shield ab, die es hier stockwise auf jeden Fall wieder even macht. Mal schauen, wie Dafung jetzt spaced, um möglichst nicht getroffen zu werden. Schon mal hier eine Combo. Sehr gut, lässt ihn hier nicht on stage kommen, aber schon so viele Prozente, dass er zu weit wegfliegt. Okay, also Cruel struggelt hier auf jeden Fall ein bisschen den Kill zu bekommen. Aber da der Backthrow, Tatsache. Okay. Okay, aber der Revenge Kill, das ist auf dem letzten Stock wieder even. Mal schauen, ob Cruel hier nochmal eine Lead rausholen kann. Oder ob Dafung hier das Game dreht. Das Best of Three. Es wird also gespielt, bis einer von beiden zwei Games gewonnen hat. Okay, wir sehen hier die Player-Cams auch. Sehr schön. Oh, er versucht es mit den komischen Brawl-Techniks. Oh mein Gott. Oh, okay. Wir sehen hier also Cruel, der 1-0 führt gegen Dafung. Wow. Das ist auf jeden Fall eine Überraschung. Dafung mit Sicherheit einer der vier ersten Seeds. Ja. Jetzt gerade steht es 1-0 für Cruel. Ich bin mal gespannt, ob es da Adaption gibt auf der Seite von Dafung. Ich meine, er wird auf jeden Fall bei Mi Brawler bleiben, aber was die Spielweise angeht, man muss natürlich auch sagen, das ging hier einfach sehr schnell gerade. Ne? Es war einfach nur eine Down-Air into an Up-Smash. Also richtig gutes Positioning und die Execution war on point. Und auf einmal, ja, war Cruel hier 1-0 in Führung. Und wow, also wenn er das hier gewinnt, das wäre sehr crazy. Und ich glaube, bisher war er auch noch nie in der Top 8 hier. Damit ist er jetzt auf jeden Fall einen Schritt näher. Wobei natürlich er noch dieses eine Game holen muss.
um wirklich auch die Punkte zu kriegen. Aber ja, ein Game gegen den First Seed aus seinem Pool ist auf jeden Fall schon mal eine gute Leistung. So, wir gehen in Game Nummer 2. Die gleichen Charaktere. Gut, Hollow Bastion. Okay, also jetzt sehen wir auf jeden Fall ein sehr methodisches Gameplay von Dafong, der hier versucht, ihn systematisch an jeder Stelle zu besiegen. Jetzt gerade sieht man sehr viel Stage-Control von Dafong. Okay, und der Upsmash von Dafong. Cool, ist auf jeden Fall schon nah an einen Kill rangekommen, aber muss dann natürlich immer noch diesen einen harten Hit landen, so wie zum Beispiel dieses Knie. ZF auf jeden Fall ein Charakter, der einige Tools hat, um zu killen. Aber Dafong gerade mit Stage Control. Cool, Probleme damit, durch diese Nerst zu kommen. Ah, tatsächlich jetzt gerade doch mal mit der Rolle. Ich habe mich schon gefragt, wann das kommt. Oh. Da war ein kurzer Glitch. Okay, also so langsam kommt Cool in hohe Prozente, auch auf dem zweiten Stock. Oh, schöner Tag von Dafong, aber die AP. Okay. Also, wir kommen hier auf den zweiten Stock, auch bei Dafong. Okay. Also, ein ganzer Stock liegt jetzt hier gerade. Dafong, der es hier immer wieder schafft, vor allem an der Edge ordentlich Prozente zu machen. Okay, das war sehr viel systematischer hier jetzt gerade von Dafong. Und holt ja auf jeden Fall den Ausgleich. Aber das ist ja das Schöne daran, wenn man das erste Game gewinnt, da hat man immer sehr viel Zeit, Informationen zu sammeln. Das kann für Cruel auf jeden Fall jetzt gerade gut sein. Ja, und das ist eigentlich relativ klar auch, wo Cruel spuren muss, um hier zu gewinnen. Nur ist es nicht so leicht, das auch wirklich zu schaffen, dann im Endeffekt. Also die Edge-Situation war halt immer schwierig für ihn. Von daher schauen wir mal, wie das läuft. Jetzt hier im nächsten Game. Gut, wir starten. Wir gehen Game Nummer 3, mal schauen, was Cruel gewählt hat. Gut, wir gehen auf Smashville. Okay.
Okay, nice. Von Lafong. Ja, dieses Game sieht auf jeden Fall sehr gut für ihn aus. Hat einige Stellen, sehr schön. Hat einige Stellen wieder gut gemacht, die im ersten Game noch sehr offen waren. Cruel hat einfach sehr viel weniger Chancen, irgendeinen Damage zu machen. Ja, also das sah nochmal ganz anders aus und Dafung holt sich das Ganze hier 2-1 über Cruel.